Beletrina, v živo. Torej, lepo pozdravljeni tudi v našem imenu. Kot rečeno, to bo dogodek razpadle države razgrajene skupnosti. Posvetili se bomo predvsem dvema velikima imperijama, federacijama 20. stoletja. To sta Jugoslavija in Sovjetska zveza. Kot rečeno, z nami sta dva pomembna velika zgodovinarja našega časa, profesorja Karl Šlögl in Jože Pirjevec. Nekaj uvodnih besed za vse, ki morda niste uspeli doma čisto vsega prebrati, bi vseeno povedala. Profesor Karl Šlögl se praktično celo življenje posveča raziskovanju Evropskega vzhoda, posebej nekdanje Sovjetske zveze, zgodovine stalinizma, ruski diaspori, disidentskim gibanjem, kulturni zgodovini Evropskega vzhoda. Napisal je nekaj zelo odmevnih zgodovinskih monografij, kot sta Sovjetska zveza, arheologija padlega sveta, Teror in sanje, Moskva 1937, esejistika, središče je proti vzhodu, Evropa v tranziciji in z letošnjo teoretsko fabulo smo pa dobili tudi slovenski prevod njegovega imenitnega dela Von imperijev. Ne dvomim, da ste ga že prebrali oziroma ga še boste po današnjem predavanju. Profesor Jože Pirjevec, zdaj samo zaradi usporednic, vsi ga dobro poznamo, seveda se je na začetku svoje akademske poti leta 1971 tudi seveda že lotil takoj vzhodne Evrope. Najprej je začel poučevati leta 1971 na univerzah v Pisi, Padovi, Trstu. Nadalje je raziskoval rusko zgodovino druge polovice 19. stoletja, zgodovino Jugoslavije, jugoslovanske vojne. Če vas samo spomnim na nekaj ključnih knjig iz njegove dolge bibliografije, so to torej odmevne študije Tito, Stalin in Zahod, Trst je naš, boj Slovencev za morje, Trst je naš v navednicah seveda, potem jugoslovanske vojne od leta 1991 do 2001, Tito in tovariši in leta 2020 tudi prav tako zelo odmevna monografija prve te vrste Partizani, ki je tukaj tudi pred nami. Torej, za začetek vaju prosim, upam, da ne grem prehitro, spoštovana gospa prevajalka, tolmačka, da bi nam nekaj vendarle povedali čisto osebnih zgodb o vajni življenjski poti. Odkot izvira ta vajna fascinacija s drugim? Vendarle sta oba odraščala v času blokovske delitve, se recimo formirala. Medtem, ko pri profesorju Pirjevcu je to še nekako bolj samoumevno, glede na to, da je odraščal na meji dveh svetov, ste pa vi, profesor Šlögl, živeli v recimo varnem zavetju Švabije v Bavariji, torej južna Bavarska, čudovito ozemlje, krasna pokrajina, ampak če se ne motim, so bili vaši prvi stiki z nami, vzhodnjaki, tisti begunci, ki so prišli iz Sudetije, iz Šlezije in še odkot verjetno. Torej, najprej dam besedo vam, prosim. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung nach Ljubljana, wo ich schon lange nicht mehr war. Und ich bin wieder sehr beeindruckt vom Zauber dieser Stadt und was sich hier getan hat. Vielen Dank also dem Verlag und Ihnen, Xenia, für die Moderation. Und vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie da auch mitmachen. Ja, wie kommt jemand aus Bayern auf die Idee, nach Osteuropa aufzubrechen? Ich versuche es mir so klar zu machen im Nachhinein. In unser Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, kamen nach dem Krieg Flüchtlinge aus Schlesien, aus Böhmen, aus Mähren. Und diese Leute, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin, die auf unserem Hof einquartiert waren, die haben mich sehr, sehr interessiert, schon deswegen, weil sie anders gesprochen haben, nicht im schwäbischen Dialekt. Das ist meine retrospektive Erklärung für das frühe Interesse, aber es kamen dann verschiedene Dinge dazu. Ich war auf einem bayerischen Benediktiner-Internat, das Beziehung zur Ostkirche hatte,
zum Patriarchat in Moskau, zum Patriarchen in Konstantinopel. Und ich bin sehr früh in der Sowjetunion gewesen, 1966, auf einer selbstorganisierten Tour. Aber das eigentliche große Erlebnis für mich war eine Reise, die ich auch sehr früh unternommen habe, nach Prag. Prag, das im Jahr 65 war ich zum ersten Mal da, das war für mich so etwas wie eine Epiphanie, nämlich eine große mitteleuropäische Metropole, in der es etwas gab, was es in diesem westlich-provinziellen Deutschland nicht mehr gab, das ja zwar westlich, aber auf eine gewisse Weise abgeschnitten war von diesen großen europäischen Zusammenhängen. Prag war eigentlich das Urerlebnis und ich bin dann jedes Jahr dort gewesen bis 68, wo ich das auch erlebt habe. Und ganz früh führten mich auch die Wege durch Ljubljana auf dem Weg nach Istanbul, wie viele meiner Generation das eben gemacht haben. Um das vielleicht abzuschließen, als Aktivist in der Studentenbewegung hat mich natürlich diese ganze Frage interessiert, was war das eigentlich? Was war das mit dem Sozialismus? Oder eigentlich schon die Frage, wie konnte es kommen? Und da haben solche Autoren wie François Fethu und andere eine sehr große Rolle gespielt, die über die Schauprozesse gearbeitet haben. Und das war dann so eine Art Lebensthema. Und mich hat dann, ich war dann fast regelmäßig dort. Ich bin sehr früh mit den russisch-sowjetischen Dissidenten zusammengekommen, in München, in Berlin, in Kopenhagen, in Paris. Und ich habe dann eigentlich mit dieser sozusagen dissidentischen Perspektive auf die sowjetische Erfahrung geblickt. Also mit der Sowjetunion als gesellschaftliches Modell hatte ich eigentlich nichts zu tun. Ich hatte mich eher auf einen chinesischen Weg, auf die Kulturrevolution damals, das hat mich mehr interessiert, wie viele meiner Generation, Glücksmann, Co. und viele andere, was sich im Nachhinein ja auch als große Täuschung erwiesen hat. Ich habe dann lange Zeit, war ich nicht in der Sowjetunion, und bin dann aber zum Studium und zur Forschung hingegangen in den 80er Jahren und habe dann etwas erlebt, was ich mein zweites großes Erlebnis nach 68 bezeichnen würde, die Vorbereitung auf 89, also wenn man so will, die ganze Zeit, die zweite Hälfte der 80er Jahre. Es war eine ungeheure Zeit. Jeden Tag gab es Entdeckungen, schockierende Enthüllungen. Man konnte im Land herumreisen und es entrollte sich eine Geschichte mit vielen Freunden und Kämpfern, muss man sagen, die eigentlich dann das Ende der Sowjetunion vorbereitet haben, die Zeitungen, Samizdat, Bücher gemacht haben, die aber dann, das muss man auch sagen, und ich komme jetzt gleich zum Ende, dann in den 90er Jahren überrollt worden sind, sozusagen von der Welle des neuen Russentums, dieser ungeheuren neuen Klasse, der oligarchischen, darwinistischen Klasse, die sich in diesem Chaos sozusagen neu aufgestellt hat. Aber auch diese Zeit ging vorbei und auf das Ende meiner Tage, muss ich sagen, habe ich dann eine letzte Phase erlebt, nämlich das putinsche Russland. Ich hatte zunächst eigentlich gedacht, dieser prometheische junge Held könnte vielleicht etwas bewirken, aber es war natürlich nicht der prometheische Held, sondern es war eher Stirlitz und der KGB- und Stasi-Mensch, der den innersten Kern der sowjetischen Macht dann wieder an die Macht zurückgeholt hat. Und ein Erlebnis, auf das ich nicht gefasst bin und war, und das mich auch dazu bringt zu sagen, man soll den Experten nicht vertrauen,
war die Krim. Ich war immer zuversichtlich, dass Russland, dieses große Land mit seinen vielen Begabungen und seiner Fähigkeit, das Chaos durch Improvisation zu bewältigen und Krisen zu managen, ich war nicht darauf gefasst, dass es einen Blitzkrieg in der Art der Krim-Annexion und an der Donbassisierung der Ukraine kommen würde. Und seither habe ich große Schwierigkeiten. Ich habe meinen Preis, den Pushkin-Preis, den mir Putin verliehen hat, auch zurückgegeben. Und ich bin seither mehr in der Ukraine und beobachte, was dort vor sich geht, als in Russland, was ich sehr bedauerlich und schade finde. Ich schließe ab. Ich war weder 1989 oder 91 auf diesen Kollaps oder Auseinanderdriften der Sowjetunion gefasst, obwohl es absehbar war. Ich war nicht gefasst, dass ein Comeback der inneren Macht des KGB stattfinden würde. Ich war nicht gefasst auf die Krim und ich war auch nicht gefasst auf unsere Krisen, sprich den großen Crash 2008. Ich war nicht gefasst auf Covid. Ich bin nicht gefasst gewesen auch auf Belarus, auf eine Situation, die dazu führt, dass eine Stunde von Berlin etwas stattfindet, was man sich sozusagen im postfaschistischen Europa einfach nicht mehr vorstellen konnte, dass Schlägertrupps losgelassen werden und buchstäblich in Methoden, für die kein Begriff passt, Menschen fertig gemacht, zusammengeschlagen werden und dass im Grunde wir heute in einer Situation sind, wo jederzeit tatsächlich etwas passieren könnte, was wir uns auch nicht vorstellen können, dass es vielleicht zu einem militärischen Konflikt am neuen eisernen Vorhang an der belarussischen Grenze kommt. Also misstrauen wir, das ist meine Lehre, den Experten, sehen wir nur, was sich tut, das, was der Bloch genannt hat, es ist das Schwierigste, im Dunkel des gelebten Augenblicks sich zurechtzufinden. Ex post haben ja die Leute, wissen sie alles besser, sie wussten immer schon, wie es gekommen ist, den Niedergang des Kapitalismus, den Niedergang des Sozialismus. Nein, wenn es eintritt, sind wir alle hinterrücks erwischt, davon bin ich überzeugt und so wird es auch im nächsten Augenblick sein und so war es auch vorletzte Woche mit Afghanistan, dass es so enden würde, das konnte man sich auch nicht gut vorstellen. So. Ja, also ich bin dem Land tief verbunden, aber ich finde, dass es in eine Sackgasse geraten ist, in der sehr Schlimmes passieren kann und dass auf ein Regime des Autoritarismus und Autokratentums auch eine Zeit der neuen Unruhen, der Anarchie, der wilden Zeiten wieder anbrechen kann. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Hvala lepa, profesor Šlögl. Naredili ste zdaj že kar en tak lep obulus, pravzaprav tudi številnih istočnic, s katerimi se bomo ukvarjali v nadaljevanju tega našega srečanja. Profesor Pirjevec, zdaj bi lahko kar nadaljevali z Afganistanom, ne? Ampak vseeno bi rada slišala tisto vašo zgodbo. Kako torej, sem jaz? Vi ste se v Sežani rodili, živeli v prvi 8 let v Sežani. Rodil sem se v Trstu, no, rodil sem se v Trstu, ampak sem živel do svojega 7. leta v Sežani. Ja, glejte, tako je bilo. Jaz sem bil prepričan, ko sem končal svojo univerzo v Trstu, da bo moja profesionalna pot se dogajala v Italiji. Zaradi tega, ker v jugoslovansko stvarnost takšna, kakršna je bila, se ni bilo mogoče vključiti. Tako da sem torej po univerzi šel naprej študirati v Pizo, kjer eksistira ena znamenita šola, Scuola Normale, normalka, ki je ustanovil Napoleon in ima nekako prestiž École Normale v Parizu.
In tam me je profesor, tudi en znameniti zgodovinar italijanski, mu je določen trenutku vprašal, pa poslušajte vi, kaj boste napisal za svojo tezo? In jaz sem rekel, veste kaj, mogoče kaj o Trstu. Tržaška zgodovina je zelo zanimiva in za nas Tržače je pomembna. Na kar bi on reče, poslušajte, ne. Vi Tržačani, kadar začnete spravljati in pisati o Trstu, potem ne končate nikoli. In se zabubite v to tematiko tako, da se boste zgubil v tej tržaški provinci. Hvala Bogu, da mi je to rekel. Ne rekel, me pa še nekaj drugega. Vedel je, da sem Slovenc. In rekel, vi, ki znate jezike, in sem znal tudi nemško ali kakšno drugo jezik še, vi dajte se zanimati za Balkan, za vzhodno in srednjo Evropo. In tako sem jaz začel pač pisati najprej svojo disertacijo o odnosih italijanskega risorgimenta, torej 19. stoletje, ko je Italija nastala, Mazzini, ti veliki ljudje. Sem začel pisati pač to disertacijo, na kar sem se zaljubil v Rusijo, ker mi je namreč en drugi moj profesor nenadoma ponudil, da namesto njega napišem Rusijo zgod 19. stoletja. Predstavljajte si, jaz o Rusiji praktično nisem vedel nič. Ampak sem rekel, dajmo ugrizniti v to jabolko. Sem šel v Moskvo, dobil sem štipendijo Ruske akademije, takrat še sovjetske akademije znanosti. Poprej sva govorila s kolegom, da sva bila oba gosta te akademije, ki je imela za te ljudi, ki so prišli, dve ogromni stolpnici. Tam smo živeli na Oktjabrskoj ploščadi, v zelo težkih razmerah, to so bili še Brežnjevi časi, izredno, izredno težko, ampak za me je to odkritje Rusije 19. stoletja z vso njeno politično in kulturno zgodovino je bil en takšen, bi rekel, eno takšno odkritje. Me je tako formiralo, da od tistega trenutka dalje se ne moram več zapirati v, rečbo, en provincialni prostor, ampak gledam bolj široko. In tako sem, ko sem začel predavati v Pizi, začel misliti na to, da bi se bolj posvetil Jugoslaviji. Jugoslavija me je takrat zelo zanimala in predvsem ta konflikt med Titom in Stalinom leta 1948, pri čemer je vse skupaj postalo aktualno zaradi tega, ker so takrat, torej minilo je 30 let od leta 1948, to pomeni, da so Britanci in tudi drugi zahodnjaki, Američani, odprli svoje arhive in tako je bilo mogoče iti v te arhive pogledati, kako so pozapravo oni reagirali, sledili temu dogajanju. Tako sem jaz šel najprej v London, potem sem šel v Washington, sem šel v Trumanov arhiv na koncu sveta, tam nekje v blizu Kansas City. Mestece se kliče Independence. In takrat sem se čisto dostavno zaljubil v jugoslovansko zgodovino. Ker jugoslovanska zgodovina, po vojne, po letu 45, je tako zanimiva, tako bi rekel, ta jugoslovanski eksperiment je tako izzivalen, tako poln dogodkov ljudi, razmišljanj, iskanja, tudi seveda negativnih plati, absolutno, ki jih jaz ne zanemarjam, da od takrat naprej sem pač jugoslovan. Pričem moram reči, da se ne strinjam popolnoma s kolegom iz Berlina, ki pravi, da strokovnjaki
prav nič ne moramo predvidevati. Jaz recimo, ko sem v 70-ih letih, ne bom rekel, da sem komaj čakal na Titovo smrt, ker bi bilo malo preveč grobo, ampak sem pričakoval, da bo po Titovi smrti prišlo do sprememb. Do teh sprememb je res prišlo, ampak ne, da takšne, kakšne sem jaz mislil. Jaz sem mislil, da bo jugoslovanska družba nekako se navezala spet na 60 leta in se preoblikovala v smeri demokracije in v smeri svobode in pluralizma. To se zaradi, predvsem seveda, ampak so imeli tudi drugi krivi, predvsem pa zaradi srpskega nacionalizma ni zgodilo. In jaz vam povem po pravici, okrog leta 85, ali pa malo pozdaje, mi je postalo jasno, da je Jugoslavija konec. In da je treba tukaj iskati ene nove rešitve, tako da sem jaz z velikim navdušenjem sledil slovenski pomladi in bil prepričan, da je ta pomlad za nas Slovence odrešujoča. Jaz nisem nikoli imel kakšne značke. Nisem ljubil značk. Ampak ko se je Slovenija osamosvojila, sem na svoj avto dal slovensko zastavo, Striglav. Tako sem bil navdušen in prepričan, da bomo mi zleteli kako en avion z letališča. Nažalost se to ne zgodilo. Tega pa res nisem pričakoval. Trenutka, ko tirem živino, resnično nisem pričakoval. In me zelo žalosti, me zelo vznemirja. Naše elite so nas v nedoločenem smislu izdale. Ne mislim samo o današnji eliti, ampak o elitah zadnjih 30-ih let. Kar me pa me vzbuje na določeno hrabrost in pogum in upanje, pa je vzpon civilne družbe v Sloveniji. Jaz mislim, da doživljamo s našimi mladimi eno tako renesanso, kako malo kdo v Evropi. In to mi daje misliti, da se bomo iz te kaše tudi izvekli. Oba spoštovana gosta, vidim, da zelo čutita, da seveda moramo govoriti o sedanjosti in to seveda je tudi namen mojih vprašanj. Ampak tako kot se mi trije seveda spomnimo teh imperijev, zred katerih smo se danes zbrali, ne, torej Sovjetske zveze, Jugoslavije, mi smo živeli z njimi. Veliko mladih ljudi, tudi ti, ki so danes v občinstvu, pa ti, ki nas spremljajo in bodo spremljali po spletu, si pravzaprav ne predstavljajo, da je nekoč bila Sovjetska zveza, da je nekoč bila Jugoslavija. Vi ste omenili, to je bil eksperiment. Mogoče bi vendarle v nekajih besedah, preden preidemo k temu, kje smo danes, kot posledica nekih dogodkov, torej v teh imperijih tudi, ne, da povemo, kolikšen pravzaprav političen, socialni, kulturni eksperiment sta ti dve federaciji in ena celo imperij v resnici tudi bili. In ali je zgodovina pravzaprav po zdaj teh 30-ih letih njunega propada že zna osvetliti in celovito zajeti pomen obeh teh federacij? Pa bomo nadaljevali pri profesorju Šlöglu. Ja, das sind ja mehrere Fragen. Eine Epoche oder ein Imperium, das sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte aufgebaut hat, das kann ja nicht von heute auf morgen verschwunden sein. Und wenn man sich die Landschaft anguckt, und ich bin ja viel unterwegs gewesen, ist die
Sowjetunion natürlich ein Kontinent gewesen, der von Westen bis zum Pazifik geprägt ist, schon äußerlich von der Form her. Und man kann sagen, es gab so etwas wie eine sowjetische Zivilisation. Das fängt an beim Städtebau, bei einem gewissen Monumentalismus, der Art, wie man wohnt, der Ungelöstheit von Problemen, Umgangsformen, ein hierarchisches Bewusstsein. Und es fällt für jemand, der aus einem kleinen Staat in Mitteleuropa kommt, ja, und die Bundesrepublik ist so ein kleiner Staat in Mitteleuropa, fällt es überhaupt schwer zu verstehen, was ist eigentlich ein Imperium? Und ich muss sagen, wenn ich mich in der Sowjetunion bewegt habe, ich hatte, bis es zu Ende ging, eigentlich nicht das Gefühl, es war ein sehr homogener Raum. Und man machte Erfahrungen, die man in diesem kleinen Deutschland, sogar in einer so großen Stadt wie Berlin, nicht machen konnte. Es gab ein Zentrum. Und ich habe zum Beispiel es nie für notwendig gefunden, nach Kiew oder Tiflis oder Smolensk zu fahren. Das war Hinterhof, das war Peripherie, das war interessant, aber nicht wichtig. Alles lief in einem Zentrum zusammen. Dort wurde die Musik gespielt, dort wurden die Karrieren abgeschlossen, dort musste man gewesen sein. Und das andere war sozusagen peripher. Es gab eine ungemeine, wie soll ich sagen, Gelassenheit, was das Ethnische anging. Also wenn man in Moskau war mit einer aserbaidschanischen Community von 1 Million oder einer georgischen von 2 Millionen, es hat keinen Menschen interessiert. Ja, es gab diese Zusammenhänge. Und wenn man die Rolltreppe, da hatte man ja viel Zeit zum Gucken und zum Nachdenken, hochfuhr, das war für mich sozusagen eine Menschenlandschaft zu sehen, die es in diesen kleinen Nationalstaaten, wie es Deutschland war, so nicht gab, auch in einem so gemischten Stadt. Ich hatte eigentlich, wenn ich die Rolltreppe in Moskau rauf und runter fuhr, immer mehr das Gefühl, ich bin in New York. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu verstehen, wie ein sozusagen transkontinentales Staatswesen, das sich über Jahrhunderte aufgebaut hat, in dem sich eine gemeinsame Lebensform, eine gemeinsame Sprache und Verhaltensform herausgebildet hat, das ist wahnsinnig schwierig. Und als es dann soweit war, war mir unweigerlich klar, dass das ein tiefer Schock gewesen sein muss. Also, um ein Beispiel nur zu bringen, ich fuhr kurz nach 91, glaube ich, mit dem Bus von Kaunas nach Kaliningrad-Königsberg. Da musste man über diesen Oblast. Und der Bus fuhr dann auf die Memel zu, auf die Brücke. Da war so eine provisorische Grenze von den Litauern errichtet worden. Das Publikum im Bus, die wurden jetzt von diesen neuen Beamten gefragt, zeigen Sie doch Ihren Pass. Sie können nicht nach Kaliningrad fahren, wenn Sie keinen Pass oder so etwas haben. Die Leute, meistens Frauen, die ihre Verwandten oder Bekannten besuchen wollten, die fingen zu schreien und zu heulen an. Sie wussten überhaupt nicht, was eine Grenze ist, weil von Smolensk bis zum Pazifik gab es keine Grenzen im formellen Sinn. Die meisten Leute waren auch nie außerhalb. Ja, es gab sozusagen die äußere Grenze, aber in diesem transkontinentalen Raum gab es in dem Sinne keine Grenzen, außer vielleicht der zweiten Sprache oder der Herkunft und der Biografien und so weiter. Also die Erfahrung, dass eine Grenze existiert, das ist ein ungeheurer und fundamentaler Vorgang. Und insofern kann man auch sagen, dass wenn Millionen von Leuten von einer Nacht, von einem Tag auf den anderen plötzlich sich jenseits einer Grenze befinden, das ist ein biografischer Einschnitt von ungeheurer Bedeutung. Ja? Für die einen, für die anderen, ja, und das waren sehr viele, war es endlich, ist es soweit. Endlich können wir selber in dem Territorium, das wir bewohnen, sozusagen Herr im Hause sein. Und so war es ganz schnell natürlich in den okkupierten Staaten, also des Baltikums. So war es ganz schnell im Kaukasus, wo man sowieso immer eine eigen,
eine eigene Kultur hatte und so war es in Zentralasien und natürlich auch in der Ukraine. Und die Schwierigkeit analytisch besteht darin, wie bekommt man die traumatische Erfahrung, die zweifellos bestanden hat, zusammen mit dem euphorischen Effekt, dass man endlich Herr im eigenen Hause ist. Und wie balanciert man auf dieser schmalen Grenze zwischen sozusagen einem alt-neuen Ethnozentrismus und sozusagen einem republikanischen Verantwortungsgefühl. Und noch etwas muss man sagen, es war ja nicht nur eine territoriale Neugliederung des ganzen Raumes, der Russland im Übrigen gut getan hätte, also sozusagen kleine Räume lassen sich besser durchherrschen und modernisieren als große, sondern es hatte natürlich, es ging mitten hinein in diese ungeheuren sozialen Verwerfungen. Man muss sich, oder das brauche ich hier ja nicht zu beschreiben, ich brauche es auch nicht für Ostdeutschland zu beschreiben, dass innerhalb einer ganz kurzen Zeit ganze Lebenspläne über den Haufen geworfen wurden. Also vielleicht eine Generation, die etwas älter ist als ich, sie sah sich von heute auf morgen sie musste sich neu aufstellen, wie man so sagt. Sie mussten neu sich justieren, sie mussten eine neue Lebensbalance, einen ganz neuen Lebensplan machen. Und das ist, wenn das eine Millionenstadt betrifft, wenn es ein ganzes Staatswesen betrifft, eine Stadt, ich habe ein Stück darüber geschrieben, also eine Stadt wie Moskau mit 10, 12 Millionen, es ist eigentlich ein Wunder, muss man sagen, dass dieser Riesenorganismus, wo sich alle sozusagen neu aufstellen mussten, ja, sich neu einrichten mussten, ja, dass der nicht in die Luft geflogen ist. Und das vorherrschende Gefühl in den 90er Jahren war ja Armageddon. Ja. Also eigentlich hat alles die Angst gehabt, dass dieses Ding in die Luft fliegt, dass es zu einem Bürgerkrieg oder zu etwas kommt. Und dazu ist es in gewisser Weise ja nicht gekommen, obwohl es überall gebrannt hat. In Osch in Zentralasien, in Tiflis mit diesem Massaker in 89, mit den Panzern in Vilnius. Also es hat überall, oder mit diesen Pogromen in Baku, überall gab es sozusagen Stellen, an denen man befürchten konnte, das ganze Ding wird in Brand gesteckt. Oder Tschetschenien. In meiner Erinnerung und im Gefühl herrschte eigentlich eher sozusagen, dass es eine Kapazität gibt, eine intellektuelle, eine kollektive Vernunft oder so etwas, aus Angst vor dem Absturz in den Bürgerkrieg, dass man es vermeiden will, dass es so weit kommt. Und also ich war in 91 auch durch Zufall im August in Moskau, als diese Geschichte gelaufen ist. Es waren ungeheure Augenblicke, also einer prägenden, eines Befreiungsgefühls, als dort die Bürger auf den Straßen waren zu Hunderttausenden und Jelzin, muss man damals sagen, einfach ein ganz neues Selbstbewusstsein der russländischen Republik, also nicht der russischen, das ist übrigens sehr wichtig, es ging nie um Ruskaya, ja, oder Ruski, sondern Rassiski, Rassiskaya, also um die russländische, also nicht eine ethnisch definierte Staatsbürgerschaft, sondern eine territorial definierte. Und dass es dann aber so umkippen würde, bald, das war mir damals nicht geläufig. Habe ich das ungefähr so super gesagt? Ali lahko, Professor Pirjevec, potem zdaj po tej zanimivi zgodbi, ne, obstoja in razpadanja, kar nekaj stvari pravzaprav mi je šlo zdaj po glavi, kako je to bilo pri njih, odsotnost meja, psihološko nezavedanje, da meje obstajajo pri nas, pa ravno drugače, življenje z mejo ves ta čas. Pa še tole, če iščemo primerjava, ne, profesor Šlögl je v veliko delih Sovjetske zveze takrat zaznal to, kako je dejal,
Kulturna inteligenca proti vojni. Tega tudi pri nas ni bilo. Glede, če primerjamo Rusijo oziroma Ruski imperij z Jugoslavijo, moramo reči, da je marsikatera podobnost. Ampak so tudi ogromne razlike. Podobnost je v tem, da je bila tako Rusija, oziroma je še zmeraj, kakor Jugoslavija, ena večetnična država. Za Rusijo je imela Jugoslavija največje število etnij v svojih mejah, v celi Evropi. Torej en unikum, tudi zaradi tega, tudi zaradi verske raznolikosti, ne samo zaradi jezikovne. Z druge strani pa je treba reči, da je Rusija nastajala skozi stoletja in je Sovjetska zveza v bistvu prevzela to dediščino in jo skušala celo, bi rekel, obnoviti v njeni celoti. Samo pomislimo na politiko Stalina, ki je širil meje, kome je mogel, je širil meje Rusije z vojno v Finlandiji, z okupacijo Besarabija, smo rekli enkrat. Ne, in torej je ohranil to veliko rusko idejo. Pri čemer je treba tudi opozoriti na dejstvo, da je ruski narod znotraj svojega prostora bil tako številčen, tako močan, tako politično in tudi intelektualno razvit in bogat, da je usilil praktično svoj jezik in svojo kulturo vsem tem manjšim narodnostim, čeprav seveda niso izgubile tudi svojega jezika, ampak povsod si ti našel ljudi, ki so znali perfektno govoriti rusko. Jaz hodim pogosto recimo v Srednjo Azijo in še danes z ljudmi mojih let ali pa tudi mlajših vidim, kako se lahko z njimi pa še pogovarjam po rusko. Vsega tega v Jugoslaviji ni bilo. Jugoslavija, kako je nastala? Jugoslavija je nastala iz ene, bi rekel, ene nuje leta 1918, zaradi tega, ker smo morali Hrvati in Slovenci skočiti na srbski voz, če smo se hoteli na kakšen način rešiti, pa se nismo, Slovenci smo se sam delno rešili. Ampak mogoče bi, če ne bi bilo Srbov, mogoče bi prišli Italijani do Ljubljane. Ali pa bi prišli do Ljubljane. Torej, mislim, nastala je ta nuja, ki pa je vendarle nosila v sebi eno upanje, da bo Jugoslavija ena federalna država, da bodo torej Srbi spoštovali identitete teh ljudi. Ne smemo pozabiti poleg drugega, da je stranka na Hrvaškem, ki je na prvih volitvah postala najmočnejša hrvaška stranka, kmečka hrvaška stranka Stjepana Radića, bila apsolutno proti s Stjepanom Radićem, apsolutno proti proti združiti kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Mi Slovenci ne, mi smo bili še bolj izpostavljeni kako Hrvati in smo morali iskati podporo in zaščito pod žezlom Karadžorđevića. To da, kot pravim, ta Jugoslavija je bila zame, jaz jo občutim tako, kot eno himero. Eno bajeslovno žival, ki je sestavljena iz raznih kosov in ki ne spadajo skupaj. Če vi pomislite na ogromne
bi rekel, predvsem civilizacijske razlike, pa tudi religiozne razlike med jugoslovanskimi narodi, ni mogoče se izogniti pač vtisu, da je ta Jugoslavija nastala iz, na podlagi iluzije, ene peščice intelektualcev v 19. stoletju, da je jezikovna sorodnost dovolj močna za oblikovanje ene države. Izkazalo je, da ni. Jezikovna sorodnost sama po sebi ne more biti podlaga za eno solidno državno skupnost, če ta državna skupnost svojim entitetam ne zagotovi enakopravnosti. In te enakopravnosti v Jugoslaviji Karadžorđevićev ni bilo. Jugoslavija Tita je skušala pač priznati to enakopravnost, je skušala ohraniti ali ustvariti bratstvo in edinstvo. Moram pa tudi reči, da recimo eden od naših najbolj izrazitih, najbolj pomembnih ideologov iz Titovega časa, mislim na Edvarda Kardelja, v Jugoslavijo v bistvu ni verjel. On je rekel, Jugoslavija, ja, danes ja, socialistična, mi smo se združili v Jugoslaviji zaradi socializma in je nam potrebna. Ampak, ko bo cela Evropa socialistična, in on je bil prepričan, da bo cela Evropa socialistična pred leto 2000, takrat bo šel vsakdo po svoje. Mi Slovenci se bomo vključili v naš kulturni krog, drugi se bodo vključili v svoje kulturne kroge, tako da bo torej ta Jugoslavija izginila. On je bil prepričan, da Jugoslavija mora izginiti, če naj zavlada socializem in komunizem. V tem kontekstu naši komunisti nikako niso bili uspešni. Poskušali so narediti vse, kar je bilo mogoče, da bi ohranili Jugoslavijo. Izmišljali so se najbolj, bi rekel, drzne ideje, šli so v samoupravo, iskali so neuvrščenost, bili so zelo kreativni na tem področju. Ampak kaj je zmanjkalo? Niso znali ustvariti ene ekonomske podlage, ki bi zadovoljila vse na enaki raven, da bi zdvignila državo na enako raven. In obenem seveda niso znali premostiti teh raznolikosti znotraj federacije. Pričemer, medtem ko je Ruska federacija imela en narod, ki je obvladoval, Jugoslovanska tega ni imela. Srbi so bili močni, številčno močni, ampak niso bili tako številčno močni, da bi nas obvladali in da nam bi usilili svoj jezik. Mi Slovenci se v bistvu srbščine nismo nikoli ponaučili. Tudi naši politiki, ki so hodili vsak teden v Beograd, niso znali dobro govoriti srbsko. Tako da, mislim, in so ohranili svojo identiteto in so bežali iz Beograda. Medtem, ko pravi kolega, v Moskvi so se vsi čutili doma. V Beogradu se niso vsi čutili doma. Nasprotno. So hoteli ohraniti svojo identiteto. In torej, Jugoslavija je iz teh razlogov, ker bratstva in edinstva ni bilo, ker ene
ekonomske podlage, ki bi zagotavljala dobro življenje vsem, enako življenje vsem, ni bilo, je propadla. Jaz bi vas opozoril na dejstvo, da so države v Evropi, ki so plurietnične, začenši s Švico ali pa s Belgijo. Te države obstojajo, so magari tudi lahko v krizi. Belgija recimo je v krizi, ampak še vedno obstoja. Zakaj? Zaradi tega, ker je razpon ene etnije in druge etnije več ali manj enakopraven. V Jugoslaviji smo mi Slovenci se približevali Avstriji. Imeli smo Kosovo, imeli smo Makedonijo, imeli smo dele Srbije in celo Hrvaške, kjer pa je še vladala ena zaostalost in ena revščina, ki je ni bilo mogoče čisto enostavno prekositi. Tako da v tem smislu so naši komunisti falirali. Niso bili tako močni, tako zreli, ali oziroma stvarnost je bila tako izrazita in tako eksplozivna od samega začetka, da jih je raznesla. Jugoslavija je, tako prva Jugoslavija, kakor druga Jugoslavija, je nastala od zgoraj na vzdol. Ena skupina ljudi se je odločila, da bo ustvarila to državo. Vsi ostali pri tem niso imeli besede. Samo pod vprašanje, torej seveda je bila Sovjetska zveza vendarle tako zelo multinacionalna tvorba, ravno tako razumem, da je bil njen nastanek bistveno bolj organski, ne? Ja. Ampak to je torej glavni razlog, čemu pripisujete, da je ena tako strahotno razpadla, druga pa se je počasi v bistvu bolj razkrojila. Ne? Ja, ja, seveda. V bistvu bi vam rada dala možnost, da se odzovete pravzaprav na katero od razlik pri tem, kar je zdaj povedal gospod Pirjevec, profesor Pirjevec. Je to, sprejemate to njegovo interpretacijo dogodkov v Rusiji in to paralelo, ki jo je naredil z Jugoslavijo? Ali bi izpostavili še kak drug vidik mogoče? Ich bin ihm sehr dankbar und ich kann, glaube ich, dem meisten zustimmen, wie er den Unterschied benannt hat. Und ich selber habe nur aus der Ferne diesen Diskurs verfolgt, aber als jemand, der ein paar Mal in Korčula war, der in gewisser Weise interessiert war an diesem jugoslawischen Experiment, wie es genannt wurde, nämlich einen Pol zu definieren, der jenseits von Ost und West war. Das machte die große Attraktion für viele, also jedenfalls jüngere Leute in den 60er und 70er Jahren aus. Und also es waren die Geschichte mit der Selbstverwaltung. Im Nachhinein weiß man natürlich, dass das nicht funktionieren konnte, der Selbstverwaltung in Betrieben, der Demokratisierung der Industrie. Aber es war so etwas wie der Versuch, jenseits dieses antagonistischen Ost-West-Lagers ein etwas Eigenes zu definieren. Und das hatte ein gewisses Recht. Und ich teile die Auffassung, dass der russische Fall insofern anders ist, als wir es zu tun haben mit einer im Grunde, wenn man so will, aus dem 16. Jahrhundert beginnenden Entwicklung, also sprich dem Hinausgehen über die Grenzen von Moskowien, also dem eigentlichen russischen Bereich, die Angliederung der vielen, sehr vielen Ethnien entlang der Wolga unter Ivan dem Schrecklichen und der immer weiteren Expansion bis hin zur Reichsbildung. Man muss aber, glaube ich, und die Sowjetunion stellt in gewisser Weise
ja nur die Fortsetzung des Russischen Reiches dar, obwohl sie sich nie als Imperium definiert hat, sondern eben als Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Sie stellt aber in gewisser Weise die Weiterführung des alten Zarenreiches dar, in einer, wenn man so will, in mancher Hinsicht modernisierten Form, in vieler Hinsicht aber auch als Regression gegenüber dem Fortschritt dessen, was das späte Zarenreich war. Und meine Bewunderung für die Kraft sozusagen Russlands als einer kulturellen Macht, die bezieht sich eigentlich auf die Spätzeit des Zarenreiches, sprich die dynamische Zeit seit den Reformen mit also dieser ungeheuren Blüte in fast allen Bereichen der Architektur, der Stadtentwicklung, einer beispiellosen Dynamik. Und kein Mensch konnte sich ja in 1913, wo Russland die größten Zuwachsraten und eine ungeheuer eindrucksvolle Kultur hatte, ich nenne ihn hier nur Sergei Diaghilev, das ist für mich überhaupt sozusagen die europäische, die Figur oder Repräsentation einer europäischen Kultur. Das spielte sich alles in diesem späten Zarenreich ab, aber dass es innerhalb weniger Wochen dann in sich zusammensinken würde unter den Schlägen des Krieges, darauf war auch niemand gefasst. Dass am Ende der Kriegstumulte und der Revolution und des Bürgerkriegs dann aber die Neugründung ja, als Sowjetunion 1922 anstand, das ist eigentlich ein ungeheurer Vorgang. Aber es ist eigentlich doch in gewisser Weise naheliegend, dass eine Linie weitergeführt wurde, die eigentlich durch die Revolution nur verhüllt wurde. Es blieb bei der autoritären Macht, also der Fortschritt, den es schon gegeben hat vor dem Ersten Weltkrieg, vor der Revolution, ein Scheinparlament oder eine irgendwie konstitutionelle Monarchie herbeizuführen, ist sozusagen zurückgenommen worden. Es ist eine Diktatur errichtet worden, die sogenannte Diktatur des Proletariats, die unendlich viel rücksichtsloser, kühner, utopischer und man muss auch sagen opferreicher war, als es das Zarenreich je gewesen ist. Aber es am Ende stand doch so etwas wie eine durch Gewalt, aber auch durch Konsens, muss man sagen, herbeigeführte Schaffung eines Sowjetvolkes. Es hat dann so etwas gegeben, ein Sowjetvolk, das die anderen überbrückt und überdauert hat. Und das ist die Leistung des stalinischen Leistung in Anführungszeichen des stalinischen Imperiums und dann durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Selbstbehauptung der Sowjetunion im deutsch-sowjetischen Krieg, im Zweiten Weltkrieg, dann eigentlich bekräftigt. Also 1991 ging nicht nur also nicht nur diese 90 oder 80 Jahre zu Ende, sondern auf dem Spiel steht viel mehr. Es steht auf dem Spiel der Anspruch, sozusagen eine zivilisatorische Mission gegenüber den Zurückgebliebenen, also den nicht-russischen Völkern, erfüllt zu haben. Es steht an, eine postimperiale Nationsbildung, das muss man sich vorstellen. Und das ist ja das Große, was dieser Putin, dieser machtbewusste, aber eigentlich völlig ohnmächtige Mensch, ja nicht wahrhaben will. Russland steht bevor, was allen anderen Teilrepubliken bevorsteht, nämlich eine moderne Nation zu werden. Was aber ist eine moderne russische, russländische Nation heute? Ja? Das ist nicht Ruskij Mir, wie Putin es propagiert hat, nämlich überall, wo Russen sind, da ist irgendwie auch Russland. Was ist eine moderne russische Nation? Und diese Selbstverständigung zu unterdrücken, sie zu mythologisieren, sie durch konstruierte Geschichtsbilder immer wieder zu verhindern, diese drängende Frage, auf die die Russen selber keine Antwort haben, so muss man das sagen, diesen Prozess der Selbstfindung einer postimperialen
Nation, dass die politische Führung diesen Prozess nicht organisieren kann, dass sie die Strukturen für diesen Diskurs, aber es geht nicht um Diskurs, es geht um Wahlen, es geht um unabhängige Gouvernements oder Gebiete, um die Gouverneure gewählt werden können oder eingesetzt werden und so weiter und so fort. Also die Schaffung einer Sphäre, in der Russland fähig wird, sich selber postimperial neu zu definieren. Das ist eigentlich die Aufgabe, die vor den postimperialen russischen Führern gestanden hat. Jelzin hat es nicht vermocht und offensichtlich Putin hat das Land völlig davon, von dieser Suchbewegung und vom Handling dieses unendlich konfliktreichen Vorganges abgebracht. Und man kann nur mit Grausen gucken, was passiert, wenn es diese tragenden Ebenen nicht gibt. Also wenn sich eine große Nation nicht mehr verständigen kann über das, was sie eigentlich ist, was sie will. Ist sie nun russisch, also im ethnischen Sinn? Sind alle, die in Russland leben, in der Russischen Föderation leben, gehören sie dazu? Was heißt das dann für ein Geschichtsbild? Und so weiter und so fort. Also das Scheitern der Unterdrückung dieser Selbstfindung und dieses Prozesses, das ist das, wo ich mir trotz meiner Kritik am Expertentum sicher bin. Wenn eine Führung es nicht schafft, einen Raum zu schaffen, in dem sich eine Gesellschaft verständigen kann, dann ist das sehr schlimm, wenn sie immer nur Surrogate und Ersatzlösungen anbietet. Und im Augenblick sind die Ersatzlösungen ja an allem, was nicht richtig läuft, sind die anderen schuld. Also Integration einer postimperialen Nation durch Schaffung und Produktion von Feindbildern. Ja, und wohin das führt, das weiß man. Profesor Schlögel je pravzaprav večkrat, enkrat pa imam prav citat napisal, ne, ko te imperiji že odidejo, ko jih ni več, ko razpadejo, pa pravzaprav se lahko spomnimo na katerega koli v zgodovini, ne, od rimskega, avstro-ogrskega, sovjetske zveze in tako dalje. Profesor Šlogel pravi, za njimi ostane nek von, ostane, ne vem, otip tega imperija, ostane, ne vem, ritem tega imperija, ko je živel. Ne. A se to čuti, recimo, ne vem, danes, na tleh nekdanje Jugoslavije? Ne? Profesor Šlogel je že nekoliko namignil, kako je zdaj to na tleh nekdanje Sovjetske zveze oziroma v mejah Ruske federacije. Kaj pa je Jugoslavije, kaj je zdaj tu ostalo? Imeli smo 70 let neko državno tvorbo, ki so jo vendarle kljub sem pomislekom, ki ste jo izrazili, kar del in še marsikdo in tako dalje, imali resno in ne, vendarle tu bila neka resna državna tvorba s svojim represivnim aparatom, z neko ideologijo, z nekim, ne vem, gospodarstvom, planskim in tako naprej. Kaj je ostalo? Ja, veste kaj, jaz mislim, da je Tito v bistvu imel prav, ko je rekel, pazite, če ostanemo skupaj, bomo v svetu nekaj pomenili. Če razpademo, če gre vsak po svoje, vsaka naša entiteta v svetu ne bo pomenila nič. In to se je faktično zgodilo. Mi Slovenci, Hrvati, Srbi, Črnogorci, Makedonci, Kosovari, kaj pomenijo? Nimamo v svetu praktično nobene besede in nobenega vpliva. In tukaj je gotovo, bi rekel, da nastaja ena nostalgija ali en razmislek o vlogi Jugoslavije. Jugoslavija je v bistvu v času hladne vojne ubrala eno novo pot. In sicer je rekla, moramo premostiti bloke, moramo združiti človeštvo v skupnem naporu, da preživimo in da ne zapademo
v konflikt, v jedrski konflikt. Tega so se oni zelo dobro zavedali in so v tem smislu imeli velik vpliv. Tudi zaradi tega, ker so bili prvi, ki so stopili k temnopoltemu človeku, kako enak z enakim. Spet en korak naprej, en civilizacijski korak naprej, ki je vsega spoštovanja vreden. Tito je vedno govoril, konflikt med vzhodom in zahodom je v bistvu drugorazrednega pomena. Prvega pomena je razkorak med bogatim severom. Ta bogat sever je zaobjemal tudi Rusijo, kajti tudi tam so vsi ljudje bili siti več ali manj. In revnim jugom, kjer pa ljudje trpijo lakoto. In jaz mislim, da te ideje še vedno nekje veljajo. Če mi ne bomo znali tega, te stvari rešiti, tega problema, ki zaznamuje današnji svet rešiti, bomo zašli v strašno krizo. No in pozdravljati tega, pravim, Jugoslavija je zapustila, koliko je bila pač nezmožna življenja, je zapustila eno pozitivno sled, po mojem. V tem pogumu stopiti v kontaktu z Moskvo in v kontaktu z Washingtonom kot enakopraven partner. Zdaj sem bral, pozdaj pred kratkem, ko pišem novo knjigo, sem bral, kako je nek velik, pomemben predstavnik Svetovne banke prišel v 50-ih letih v Beograd in zahteval, ne vem kaj, nastopu zelo, zelo, zelo gospodujoče, gospodovalno. In tale Svetozar Vukmanovič Tempo, ki je bil precej takole, precej živahnega značaja, je rekel, ampak pazite, kako govorite. Mi nismo v Afriki. Takrat, v tistem trenutku, so praktično Jugoslovani stradali. Ampak so se znali postaviti in večkrat so rekli, mi, če ne bo drugače, si bomo pa zategnili pasove. Pogosto jim je uspelo pač kljub temu dobiti žito od Amerike in pomoč tudi od Sovjetske Rusije. Jugoslavija je bila v določenem smislu pač potrebna vsem in koristna vsem. To se ne bo nikoli več ponovilo. Jugoslavije ni mogoče več priklicati v življenje. Mislim pa, da je treba vsak zase, vsak ta mali narod, ki je naslednji Jugoslavije, nekaj od tega poguma vendar dvigniti v zavest. Nastopiti v mednarodni javnosti z določenimi načeli. Če se bomo samo priklanjali, če bomo samo rekli yes, ne bomo pomenili nič. Nekoliko, če dovolite, bi še vztrajala pri teh ostankih imperijev. Ker prav, ne, recimo v vašem, torej v delu Von imperijev, ko ste opisovali, kako je recimo ta rdeča Moskva, ki je bil nekakšen paralelen parfum z znamenitim Chanelom številka 5,
Kako so ti parfumi pravzaprav po celi Sovjetski zvezi so bila tega parfuma in drugi parfumi so bile izdelovane te čudovite male stekleničke, ki jih danes ljudje zbirajo in so to čudovite zbirke z ornamenti iz Taškenta do estonskih ornamentov, do sibirskih, do ne vem kakšnih vseh embalaž, da je to v bistvu, ko gledaš to zbirko, neka neizmerna kolekcija nekega nekdanjega kulturnega prostora. Zdaj, moje vprašanje je, poleg tega, da je profesor Pirjevec seveda govoril, da neke ideje, neke pametne, dobre ideje ostanejo, rasejo, če tudi Jugoslavije ne bo nikoli več, pravimo, ne, po tem, kar smo doživeli. Ne. Kaj pa ta kulturni, te kultura, ki zrase, te posledice nekega kulturnega zbližanja, mi zdaj živimo vsak sebi, vsaj nekatere vezi so, ampak vendarle odhajajo, nas zapuščajo. Kako je s tem danes v Sovjetski zvezi? Ali so to zdaj države, ki živijo popolnoma same zase, ali obstajajo neke kulturne bližine? Ne govorim o teh, ki so v direktni konfrontaciji. Kaj se je zgodilo s sadovi vse te gradnje naroda, torej tega nation building procesa, ki je vendarle trajal skoraj 100 let? Ich glaube, dass es also eine Erbschaft gibt, die man nicht einfach abstreifen kann, die in den Knochen sitzt. Es ist aber sehr stark eine Frage der Generation. Wer in der Sowjetunion aufgewachsen ist, der ist mit diesem Duft, mit der Kommunalka, mit allem, was dazugehört, aufgewachsen. Und es hat sich aber etwas, eben sehr, sehr viel getan. Man muss nur, naja, das führt jetzt sehr weit, es bedeutet, dass Hunderttausende, Millionen von Leuten inzwischen außerhalb gewesen sind und wissen, wie es in Kroatien, in Slowenien, in Österreich, in Kitzbühel, in Belgien, in Berlin und so weiter aussieht. Es gibt eine sozusagen Erfahrung von gelebter, ich sage jetzt mal Normalität. Und Gorbatschow hat damals ja nichts anderes gesagt, als wir wollen endlich ein normales Land werden, also wo man nicht Schlange stehen muss, wo man irgendwie für seine Arbeit sein Geld bekommt, ordentliche Schulen hat und so weiter. Keine Utopie, sondern ein halbwegs normales Leben. Heraus aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und Russland ist besonders geschlagen gewesen vom Ersten Krieg, einer Kette von Revolutionen, Bürgerkrieg, diesen schrecklichen Vorgängen in den 30er Jahren, dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also mit demografischen, kulturellen Verwüstungen, die doch sehr einschneidend gewesen sind. Aber es gibt einen Generationenbruch. Und die Frage ist, wie, ich sage es mal, wir Älteren, denen alles noch in den Knochen steckt, überhaupt das vermitteln können, eine Erfahrung weitergeben können an die jüngeren Leute, die sich überhaupt nicht unbedingt dafür interessieren müssen. Also die Meinungsumfragen sagen ja, dass die jungen Leute in Russland wissen schon gar nicht mehr, wer Lenin und wer Trotzki sowieso nicht und Stalin, das sind alles ferngerückte, antike Gestalten. Es ist ein ganz anderes Gegenwartsbewusstsein, ein ganz anderer ein deutscher Historiker, Koselleck hat das genannt, Erfahrungs- und Erwartungshorizont. Und die Frage ist, die mich als Historiker und Zeitgenossen interessiert, welcher Erfahrungshorizont und welcher Erwartungshorizont baut sich bei der neuen Generation, die eigentlich von der Sowjetunion nichts mehr weiß, die noch vermittelt über die Familien etwas weiß, was baut sich da auf? Ja? Und wie funktioniert das? Und das ist eine große Frage. Es gibt ein totales Desinteresse, es gibt eine totale Entpolitisierung, es gibt ein totales Abfahren auf Konsum, es gibt aber auch
eine völlig freie und unbefangene Betrachtung. Man sieht sich alles an, sozusagen wildes Denken. Und die Frage ist, welche dieser Strömungen, welche dieser Richtungen sich konsolidiert und sich ausbildet. Und meines Erachtens ist das ganz offen. Das kann in eine chauvinistische und eine ganz üble Richtung gehen. Es kann aber auch auf eine sozusagen Schaffung einer anderen Öffentlichkeit. Ja, und es kann sein, dass Putins Denkraum bereits irgendwie einer Welt angehört, die schon nicht mehr maßgeblich ist. Ja, aber er entscheidet immer noch. Also es ist eigentlich eine Aufgabe für Ethnologen, Soziologen, Beobachter und vor allem der Russen selbst. Ja, das ist wichtig. Und also wer einigermaßen die noch nicht kontrollierte Presse, Fernsehen, Durst, vor allem die Presse und was ja sonst geschrieben wird, liest, es ist ein pulsierendes Denken, das weiß, wie problematisch die Lage im Lande ist. Das sind faszinierende Dinge, von denen man eigentlich wünscht, dass sie mehr übersetzt werden und meinetwegen jeden Abend etwas mehr in den Nachrichten zum Vorschein kommen. Und es wird ohne diese, ob man das nun Zivilgesellschaft nennt, für mich ist dieser Begriff etwas zu eng. Ich glaube, dass vieles Gesellschaftliches dazugehört, was nicht also bei den NGOs organisiert ist. Ich möchte nur erinnern an den Streik der Lastwagenfahrer vor 3 Jahren. Ein ungeheurer Vorgang. In einem riesigen Land, in dem es so schwierig ist, dass die Leute, die einer Meinung sind, miteinander Kontakt aufnehmen. Ja? Also hier in Deutschland oder Slowenien sozusagen sich zusammenzufinden und eine Öffentlichkeit zu bilden, ist ja relativ einfach gegenüber einer Welt, die sich also von Smolensk bis Wladiwostok erstreckt. Und ein Streik der Lkw-Fahrer, der sozusagen dann bis auf den Autobahnring in Moskau vorrückte, das war ein ungeheurer Vorgang, der aber bei der Zivilgesellschaft im engeren Sinne nicht vorkam. Ja, und es gehört zu den bedeutenden Dingen, die Gruppe um Nawalny und andere gemacht haben, dass sie wach geworden ist für das, was sich außerhalb der Hauptstädte tut, was sich in den sogenannten Provinzstädten tut, was sich in den Krankenhäusern tut, was sich in den Wissenschaftsinstituten, was sich bei den Lkw-Fahrern und was sich bei den Landwirtschaftsleuten tut. Also, und die Herstellung eines Kommunikationsraums in einer Gesellschaft, die weitgehend staatlich gleichgeschaltet und kontrolliert ist in einer Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also wenn man abends die russischen Fernsehprogramme, die offiziellen, anguckt, das kann man ja gar nicht aushalten, was dort an rassistischer und chauvinistischer Hetze abläuft in Talkshows. Das müsste man eigentlich sich ansehen, damit man ungefähr weiß, was dort passiert und wie unter diesen Bedingungen, wo es keine Stimmen mehr gibt, wo Leute ausgeschaltet werden, wo egal wer jederzeit verhaftet werden kann. Ein Historiker aus Novosibirsk vor letzter Woche, der die Frage diskutiert hat, ob Alexander Newski wegen seiner Tributpflichtigkeit gegenüber dem Khan nicht vielleicht ein Kollaborateur war und eben nicht der große nationale Held, kriegt eine Anklage wegen Fälschung des russischen Geschichtsbildes und solche Dinge. Also es kann jeden jederzeit treffen und unter diesen Bedingungen einen Verständigungsraum aufzubauen, das ist eine ungeheuer schwierige Sache. Aber auch da merkt man, die Leute sind findig. Sie wissen, wie Silicon Valley tickt. Sie können das genauso gut und deswegen ist die Situation auch nicht hoffnungslos. Zakaj se je pravzaprav marsikje po
ozemlju prav teh dveh torej omenjenih federalnih tvorb, Sovjetske zveze in Jugoslavije in seveda tudi satelitev Sovjetske zveze, bivšega torej vzhodnega sistema. Zakaj se je tam razcvetela iliberalna demokracija, prakse, kot jih je zdaj opisoval profesor Šlögel, ki v bistvu danes že spominjajo nekatere bistveno bližje države, kot je Rusija? Vendar, zdaj bi jaz govoril ne toliko o Jugoslaviji, ampak o Sloveniji in Rusiji. In bi dejal, da je tukaj pa vendarle ena velika razlika. Ena velika razlika v tem smislu, da je Rusija, da ima Rusija eno preteklost, ki jo še danes zaznamuje, in ima tudi recimo en tip religije, ki je izredno povezan z državo in oblikuje mentaliteto ljudi. Pri nas, mi Slovenci, smo bili pa vendarle ves ta čas v 20. stoletju vpeti v razvoj Zahodne Evrope. In smo sprejemali ideje Zahodne Evrope dosti bolj intenzivno, kako Rusi. Prej je kolega govoril, kako Rusi sploh niso poznali meja. Faktično, jaz se spomnim, nekrat sem bil v Peterburgu, ker sem moral nekaj napisati o Rusiji, ali kaj. In mi reče en kolega z akademije tam, ja, Rusija, brezgranična je. Nima Rusija, nima meja. Za njih meje ni bilo. Mi Slovenci živimo od vekomaj z našimi mejami. In moram pa tudi reči, da naše meje so bile razen za eno kratko obdobje, so bile odprte. A veste, kdaj so naše meje po drugi svetovni vojni znova začenjale postajati odprte. Leta 1956. Takrat po londonskem memorandumu, ko sta Italija in Jugoslavija sklenili, da bosta svojo skupno mejo odprli za prebivalce, ki živijo na eni in na drugi strani. Bili smo edina socialistična skupnost, ki je imela koliko toliko odprte meje. In te meje, skozi te odprte meje, ki so potem v 60-ih letih pa postale nasploh najbolj odprte v Evropi, to je treba tudi socialistični Jugoslaviji priznati, skozi te meje je udiral vpliv evropske in ameriške kulture na vse načine. In naša zrelost, naša mentaliteta je odvisi od tega. Jaz pravim, če hočete razumeti razliko med Rusijo in nami, tukaj velja tudi za Jugoslavijo, dajte si pogledati spomenike od druge svetovne vojne. V Rusiji imate mogočne spomenike, krasne spomenike, zgrajene v neoklasičnem socialističnem stilu. Zelo lepe. Toda absolutno zastarele. Pojdite tukaj na trg revolucije in boste videli, kakšne spomenike imamo mi. In kakšne spomenike so postavljali povsod več ali manj po Jugoslaviji. Socialni realizem je kmalo preživel. Nastajala je ena nova kultura, ena nova mentaliteta. Mi nismo bili nikoli ločeni od Zahodne Evrope in od zahodne civilizacije. In to je bistvena razlika med nami in Rusijo. Dobro. Sicer mi niste odgovorili na vprašanje, če se vam zdi, da so te nekatere nedemokratične tendence, ki zaznamujajo tudi današnjo slovensko državo in družbo, ali so
tudi posledice nekdanjega, se strinjamo, bistveno bolj odprtega, a vendarle totalitarnega sistema? V bistvu ja. Mislim, da ja. Ti naši ljudje, ki so zdaj na položaju, so v bistvu se izšolali v marksističnih tečajih. In so se nekako naučili, kako vladati. Jaz Kardelja, recimo, ga preučujem sedaj in mislim, da ga tudi razumem. Moram reči, da je bil človek odprt, drzen v svojih razmišljenjih, ampak v nečem pa je bil zelo zakrknjen. V tem namreč, da je rekel, mi smo tisti, ki bomo povedali resnico in ki bomo vladali. Kajti mi vemo, kako je treba vladati. Bojim se, da je ta miselnost še vedno zelo prisotna v naši stvarnosti. Imam enako vprašanje seveda tudi za vas. Seveda ne rečem, da so torej populizmi, nepopolne demokracije, demokratične težave, ki se kažejo marsikje v vzhodnji Evropi, ne, seveda niso omejene samo na vzhodno Evropo. Ampak v kolikšni meri so in katere so specifike teh stvari, ki pa vendarle izvirajo iz obdobja obeh nekdanjih federacij, torej Sovjetske zveze in sistema, seveda, predvsem govorimo o sistemu v obeh federacijah. Komunizmu, socializmu, kakorkoli smo mu rekli. Ne? Ich glaube doch, dass es bei vielen Ähnlichkeiten gravierende Unterschiede gibt. Was den russischen Fall angeht, habe ich versucht, das schon zu sagen. Es gibt eine über viele, viele Generationen ausgebildete harte Staatsmacht und ein Autokratentum, das alle revolutionären Brüche bisher überdauert hat und jetzt in gewisser Weise kulminiert in dieser kleptokratischen Verbindung von oligarchischem Reichtum und ehemaligen Geheimdienst, also sozusagen den Machtministerien. Also das zieht sich durch und dagegen anzukommen, dagegen eine republikanische irgendwie Öffentlichkeit oder im großen Stil aufzubauen. Und ich rede jetzt nicht nur von einzelnen dissidentischen Gruppierungen und Antikorruptionskomitees und so weiter, sondern von einer erheblichen gesellschaftlichen Kraft, die sich organisiert in Parteien, das haben wir alles nicht. Es gibt keine Parteien, es gibt Inszenierungen und Pseudo-Veranstaltungen. Das hat aber alles mit Volkswillensbildung der Gesellschaft, des Volkes ja überhaupt nichts zu tun. Die gibt es ja gar nicht. Das ist, glaube ich, in den mitteleuropäischen Ländern doch anders. Es gibt eine konflikterfahrene und irgendwie geschulte eine Gesellschaft doch und nicht nur einzelne Gruppierungen, also in Polen, auch in Ungarn und in den verschiedenen Teilstaaten des ehemaligen Jugoslawien, die Erfahrung hat in einer Auseinandersetzung, die über jetzt schon Generationen gegangen ist. Ja, sie hat markante Erfahrungen gemacht, nicht mit kurzen aufflammenden Aufständen, 56 oder 68, sondern es gibt sozusagen eine Generierung von politischer Kultur, so möchte ich das bezeichnen. Und dagegen kann auch ein Populist wie Orban oder die Kaczynskis nicht einfach ankommen. Ja, das zeigen ja die Proteste, die es nach wie vor gibt. Und ich weiß gar nicht, ob man Orban und Kaczynski primär als Populisten qualifizieren kann. Was mir viel näher liegt, ist, also was Kollegen von Soziologen
wie Marja Balint und andere geschrieben haben, also dass sozusagen das Politbüro abgelöst worden ist vom Polypbüro. Also diese neuen Machtstrukturen, die man noch gar nicht richtig beschreiben kann. Also die nennen das Mafiastaat. Aber wo Strukturen, Seilschaften entstehen, die Reichtum zusammentragen, deren Quellen man gar nicht weiß. Also dass Beamte plötzlich Millionäre sind, Besitzer von ich weiß nicht was alles. Und also die Eroberung und das Behalten der Macht durch diese Praktiken, ich finde das eigentlich viel zupackender im Definieren, dass der Populismus, das spielt nur in, das kommt ins Spiel, wenn man sozusagen mit noch ein bisschen Konsens braucht, um ein autoritäres Regime mit möglichst wenig Zwang und möglichst wenig Gewalt auszuüben. Aber der Augenblick kommt vielleicht, wo das versagt. Und wo, dann werden wir sehen, was passieren wird. So, und den Populismus, den gibt es natürlich auch in den klassischen liberalen Gesellschaften, Stimmung zu machen, Ressentiments zu kultivieren und zu bewirtschaften, eine richtige sozusagen Ökonomie der Minderwertigkeitskomplexe und der Mobilisierung. Die Frage ist nur, wie man dagegen ankommt. Also wie nimmt man diesen Figuren, diesen Führungsfiguren, man kann ja auch jemanden wie Donald Trump nennen, wie nimmt man ihnen das aus der Hand? Und da ist eben die Frage, ob nicht viele Themen auch versäumt worden sind. Also die berühmten berühmten Leute aus den Hillbillies und aus den Flyover States, die keine Stimme mehr hatten oder nicht genügend Stimmen und die dann auf, ich würde sagen, ganz klassische demagogische Weise ausgebeutet und instrumentalisiert werden mit sehr gefährlichen Ergebnissen, was wir uns auch nicht vorstellen, oder ich mir jedenfalls vor 2 Jahren auch nicht vorstellen konnte, dass eine Figur sozusagen im Weißen Haus sitzt, die so etwas macht, also die so unanständig ist und die Instinkte mobilisiert. Also ich glaube, keine Gesellschaft, ich würde auch die Deutsche nicht für immun halten, obwohl sie sich ganz vorbildlich entwickelt hat, wie man so denken könnte. Aber es gibt keine Garantien für die Intaktheit und die Solidität und die Dauerhaftigkeit von einmal erworbenen politischen Potenzialen. Ja, auch wenn sie 70, 80 Jahre Nachkriegszeit angehalten haben, sondern ich würde sagen, jede Generation macht ihre eigenen neuen Erfahrungen und es ist leider so, also ich empfinde das als eine sehr bedrückende Erkenntnis, dass man in gewisser Weise immer wieder von vorne anfangen muss, dass man immer wieder anfangen muss, in kritischen Situationen stehen zu bleiben, Courage zu zeigen und ja, das Risiko einzugehen, in dieser Auseinandersetzung zu bestehen. Und ich glaube einfach, dass wir auch in Deutschland über Strecken viel zu vertrauensselig waren, dass dieses angehäufte Kapital an Vergangenheitsbewältigung und so weiter, dass das uns schon tragen wird. Und so haben wir geglaubt, es gibt nach 89 ein Happy End. Alle haben geglaubt, es gibt ein Happy End. Aber dass da plötzlich wieder Dinge auftreten, die man sich nicht vorstellen konnte, das haben wir jetzt erst wieder gelernt. Also, ja, ich würde sagen, man muss immer wieder
aufs Neue kritische und riskante Situationen durchstehen, das nimmt einem auch die historische Erfahrung nicht ab, so schade das ist. Morda kako hitro vprašanje, če man še kdo slučajno... Jaz se potem lahko obema gostama samo iskreno zahvalim za vajen pogled v to minulo stoletje, v to težko stoletje, ki je zdaj za nami, brez garancij, da bo seveda to sedanje naše bistveno lažje. Hvala lepa za bogatstvo, ki ste nam ga podarili danes večer. Hvala lepa. Beletrina, v živo.